Meine ersten beiden Videos über den Machfeldkanal haben mich von Langenzersdorf über den Schönungsteich zu den Bibern nach Floridsdorf geführt. Endstation war in Stammersdorf. Von hier bis zum Ende des Kanals in Deutsch-Wagram sind es rund 11 Kilometer. Diese Strecke habe ich mir diesmal vorgenommen. Es beginnt gleich mit einem Kuriosum. In Stammersdorf existiert seit Ende Juni 2015 die wohl einzige Zieselbrücke der Welt. Die streng geschützten Nagetiere, die auf der anderen Seite des Kanals leben, sollen diese Brücke zum Auswandern benutzen, denn sie sind einem Wohnbauprojekt im Wege. Es sieht nicht gut aus für die Tierchen. Aber wie auch immer, auf ins Machfeld. Anfangs geht es nordwärts durch die letzten städtischen Ausläufer, danach weitgehend Richtung Osten. Das Gefälle ist gering, das Wasser strömt in gemächlichem Tempo. Ein bisschen strampeln und schon ist man beim Wehr 3 in Gerasdorf. Die Wasserqualität scheint optisch besser als beim Wehr 2 in Langenzersdorf. Trinken würde ich es nicht, aber dazu ist es ja auch nicht da. Noch in Stammersdorf am Ufer habe ich diese Szene aufgenommen. Die Ameisen holen sich den Honigtau von den Blattläusen und schützen sie dafür vor Feinden. Ein Geben und Nehmen mit Vorteilen für beide Seiten. Im Machfeld ist das nicht unbedingt der Fall. Wir Menschen nehmen mehr als wir geben, vom fruchtbaren Boden vor allem, aber auch vom Grundwasser, denn mit rund 500 mm Niederschlag im Jahr herrscht hier ein Steppenklima. Genau deshalb wurde ja auch der Kanal gebaut, um das weitere Absinken des Grundwasserspiegels durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung zu stoppen. Die Palette der Feldfrüchte ist bunt, auch unmittelbar neben dem Kanal. Der bekannte Machfelder Gemüsespargel ist natürlich auch dabei. Das meiste wächst nur mit Bewässerung. Dazu wird dem Kanal auch direkt Wasser entnommen. Nicht immer perfekt. Die Verdunstungsverluste bei dieser Sprinklerbewässerung müssen enorm sein. Wir haben weit über 30 Grad im Schatten. Und das ist definitiv Verschwendung. Man könnte meinen, es gibt hier zu viel Wasser und nicht zu wenig. So bunt die Anbaupalette auch ist, mit der Vielfalt direkt am Kanal kann sie sich nicht messen. Ein paar Beispiele. Hummeln fühlen sich hier offenbar wohl. Echte Bienen habe ich dagegen kaum gesehen. Ein Kohlweißling ist nichts Besonderes.
Schön sind sie aber schon. Nicht ganz jugendfrei. Wieder zurück zum Kanal. Da gibt es ja auch wirklich so etwas wie Schifffahrt. Die verankerte Ziele da hängt zusätzlich mit einer Kette oben an der Brücke, befestigt mit einem Vorhängeschloss. Das war ein großes Aha-Erlebnis. In Stammersdorf habe ich gerätselt, warum sowas an der Brücke hängt. Fische gibt es ja auch überall. Der Machfeldkanal ist ein äußerst artenreiches Fischbiotop. Der Anglerplatz ist ein beweiskräftiges Indiz. Nur sieht man die Fische in dem trüben Wasser kaum. Erst bei Kanalkilometer 15 entdecke ich die ersten, die größer als mein Zeigefinger sind. Nach einigen Recherchen würde ich meinen, dass es sich hier um Aitel, auch Döbel genannt, handelt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mit den Fröschen war es genau wie mit den Bachstelzen. Oft gehört, selten gesehen. Eine habe ich zufällig doch erwischt. Sehen Sie sie? Etwas größer sollte es funktionieren. Ein biologischer Lotse zeigt mir, wo es lang geht, flussabwärts. Genau hier kreuzt eine enorme Hochspannungsleitung, einer der Fangarme des Großstadtkraken, die weit ins Umland reichen. Ein weiterer ist die S1, ein paar Kilometer vorher. Wieder unten, so auch oben. Wir befinden uns in einer Einflugschneise des Flughafens Schwechat. Und noch nicht genug. Parallel zum Kanal verläuft auch eine innerösterreichische Erdgasleitung. Seit Gerersdorf befinden wir uns auch im Windkraftterritorium. Heute aber war tote Hose. Apropos grüne Energie. Wir kommen jetzt gleich zum Wehr 4 und dort gibt es ein Laufkraftwerk. Dass das bei der geringen Fallhöhe funktioniert, liegt an der hydraulischen Kupplung zwischen Turbinen und Generator, heißt es. Offenbar ist nur eine von ursprünglich zwei Turbinen in Betrieb. Damit reicht der Strom ca. für 100 Haushalte. Und es gibt auch eine automatische Steuerung. Ich war ziemlich überrascht, wie sich da alles zu bewegen begann. Ein Stück weiter unten am Rußbach liegt das Wehr 5. Und dort fließen Rußbach und Machfeldkanal zusammen. Das ist auch das Ende des Machfeldkanals. Das Wehr 5 in Blickrichtung flussabwärts. Der Radwanderweg hört hier in Deutsch-Wagram natürlich nicht auf. Er geht weiter bis nach Schloss Hof. Mache ich vielleicht einmal. Im Autolärm der Angerner Straße verabschiede ich mich vom Rußbach,
der ohne Machfeldkanal sicher ganz anders aussehen würde. Zum Ausgang noch ein paar Impressionen.